ist der Abo-Button gedrückt, machst du das Gnu verrückt. Ich weiß, der war schlecht, aber drück den Button. Danke. Willkommen zu einem neuen, sehr aufwendigen Video. Denn ich wollte wissen, ob die Sims in der Lage sind, ein komplettes Jahr zu überleben, wenn man nicht eingreift und vor allem, wie dieses Leben aussieht. Deshalb habe ich Sims komplette 3,5 Tage durchlaufen lassen. Wir haben also 8 Charaktere, die sich meine Community gewünscht hat, erstellt und jeder dieser Charaktere hat eine extrem anstrengende Eigenschaft bekommen. Anschließend dürfen sie in dieses grausame Haus einziehen und ein paar Mods gab es noch oben drauf. Wie das Ganze ausgeht, ob es Überlebende gibt und ob die Sims mit ihrem eigenen Leben ohne Fremdeinwirkung klarkommen, das seht ihr jetzt in diesem Video. Über ein Abo und einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Bevor wir starten, möchte Pflaume N aus den Kommentaren euch noch etwas sagen. Gnu, du bist zwar klein, aber nie zu klein, um großartig zu sein. No, süß. So, genug geschleimt, jetzt geht's rein ins Game. Also, ihr wolltet auf jeden Fall schon lange mal Rezo. So. Wie geil, voll das Poserbild. Ich würde aber sagen, das ist voll Rezo hier. Von Nutella Ella 02. Annie the Duck, das ist doch schon mal super hier. Ähnliche Haare wie Annie. Annie hat auf jeden Fall gerade rote Haare und kurz so. Ich würde mich auch wieder reinmachen. Hier von Viv Meep, auch voll gut. Inge, Inge, Inge. Okay, da, das ist doch süß. Oh. Julian Bam. Da. Wie gut von Nitralon. Wie gut ist der denn gemacht? Und Maxify wollten wir noch machen. Maxify. Maxify. Da. Den habe ich sogar schon. Verbinden. Dann kommt jetzt noch Hand of Blood. So, Hanno auf jeden Fall. So, Hanno ist auch da. Ja, dann kommt jetzt noch Reefy Beefy. Und dann sind wir, glaube ich, eh voll. Mehr geht eh nicht. Wie süß, sogar Reefed und Annie zusammen. Dann sollte ich eigentlich das nehmen, oder? Nehme ich einfach die beiden. Boah, sieht halt Toni übel ähnlich, gell? Krass. Ich nehme die beiden. Wie krass Toni getroffen ist, Mann. Sogar das Grübchen hier unten. Holy shit, wie gut. Wir haben jetzt also unsere Sims ausgewählt. Erstmal vielen Dank an... Ja. Vielen Dank an alle, die hier mir die Sims erstellt haben, die ich aus der Bibliothek habe. Wir fangen jetzt an, jedem von diesen Sims eine anstrengende Eigenschaft mitzugeben. Ich würde sagen, Rezo ist auf jeden Fall jemand, der extrem viel Wissen hat. Aber es muss so viel Wissen sein, dass er die Leute nervt. Er muss ein Spinner sein. So, dann machen wir auf jeden Fall noch Hitzkopf. Heißt nicht, dass die jetzt zu den YouTubern jeweils und Streamern passen müssen, sondern ich würde einfach Sachen nehmen, die Leute anstrengend finden auf Dauer. Rezo, ja lol, ey. Dann komm ich. Wir können ja aus mir also eine richtige Geldgeile machen. Dieser Sim will reich werden und Erfolg im Beruf haben. So richtig Geier halt. Das bin halt echt nicht ich, ne? So eine richtige Tussi halt einfach. Okay, Unge. Ein Freegun. Dieses Sim lehnt den Konsum ab. Ja. Faul. Selbstsüchtig. Er soll selbstsüchtig sein. So. Dann kommt Ju. Ju ist sehr sportlich. Bodybuilder. Extremsportfan. Ja, komm, der soll so ein richtiger Anstrengender sein, der die ganze Zeit sich rumbewegt. Und Einzelgänger ist auf jeden Fall wichtig, weil dann werden die anderen die Nerven sprunghaft. Das heißt, er schnackelt mit jedem und böse. Maxify. Eifersüchtig soll er sein. Er soll auf jeden Fall einer sein, der gerne allein ist. Tollpatschig und viel Fraß, weil er wird ja durch seinen Sport sehr viel fressen müssen. Hanno muss so richtig der gemeine, ätzende Laute sein. Gemeiner Herzensbrecher. Staatsfeind. Dieser Sim möchte sich Feinde machen und ein berühmter Verbrecher werden. Okay, wir machen das. Also Hanno wird ein sehr gefährlicher Charakter werden. So, jetzt kommt Anni. Sie ist eine Serienromantikerin. Eine Genießerin. Oh, Baba. So, dann kommt Brief. Die ist eigentlich, glaube ich, so die gechillteste Person, echt, die es überhaupt gibt. Ja, komm, so ein Leitwolf, die immer alles anführen muss und dann aber... Wieso ist die Meerjungfrau? Das will ich gar nicht. Okay, ist sie halt Meerjungfrau. So, sie soll auf jeden Fall selbstsüchtig sein. Gemein. Ey, die werden sich alle umbringen, ne? Okay, wir haben jetzt also unsere Sims und jeder hat eine extrem anstrengende Eigenschaft. Und jetzt lassen wir die zusammen in ein Haus ziehen, was vielleicht... auch nicht so ganz gut ist für diese Charaktere. Let's go. Ja, lol, ey, heißen die mit Nachnamen geil. Ja, lol, ey! Nicht schlecht. Sehr schön. Ein regnerischer, dramatischer Tag. Genauso will ich das. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt auch mal einfach nach einem Haus. Da, Barbie-Haus. Dann gucken wir, dass jeder ein Zimmer und ein Bett hat und dann lassen wir die ein Jahr mal machen. So, wunderbar. Leute, ein Haus, in dem sicherlich keiner durchdrehen wird, weil es einfach nur wundervoll ist. Ist aber cool gebaut. Okay, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute Platz. Wir sind aber zu 8. Wir brauchen noch was. Dann machen wir das einfach noch weg. Dann machen wir so ein Riesenschlafzimmer einfach draus. Boah, ich glaube, da würde ich durchdrehen, ne? Okay, dann sollte das doch passen. Lass uns noch so dumme Klappbetten hinmachen, weil die Klappbetten
Die sorgen oft dafür, dass Sims sich verletzen. Wir nehmen so ein großes. So, dann kann nämlich noch hier jemand das Klappbett hier nutzen. Wo sehen wir denn den Kalender? Hier. Wir sind jetzt gerade hier mitten im Donnerstag Frühling. Und wir würden das komplett ein Jahr durchlaufen lassen. So, Leute, ich würde sagen, der erste Tag beginnt. Jeder hat eine extrem anstrengende Eigenschaft. Also eigentlich passen die alle gar nicht zusammen. Die machen auch komplett, was sie wollen. Ich werde jetzt nicht mehr eingreifen. Das Einzige, was ich machen werde, ist morgen oder übermorgen mal nachschauen. Und wenn zu wenig abging, würde ich noch mit ein bisschen Mods eingreifen. Ich lasse das Spiel jetzt laufen, mache es im Fenstermodus. Und dann würde ich sagen, spule ich das Ganze jetzt mal vor. Werden wir mal gucken. Ich werde es jetzt ständig, aber es ist wahrscheinlich auch immer wieder vorspulen müssen. Aber wenn ein Ereignis geschieht, dann muss ich immer wieder nachschauen, ob es vorspulen. Wir machen jetzt aber auch das Haus komplett zu, damit wir nicht sehen, was da drin abgeht. Wir werden es nämlich anhand der Pinnwand-Einträge später lesen. Bin sehr gespannt. Und let's go, Leute! So, Leute, Sims läuft immer noch und stürzt einfach die ganze Zeit ab. Und genau sowas macht dieses Video so anstrengend, weil die ganze Zeit irgendwelche Dinge kommen, die das Spiel will, und dadurch pausiert es wieder, dann muss ich es wieder vorspulen. Ich lasse ja gerade Sims nebenbei laufen und Rezo ist wegen irgendwas aggressiv. Ich weiß aber nicht was, ich darf nicht gucken. Also ich glaube, Sims läuft jetzt schon 4 oder 5 Tage. Das Anstrengende ist, dass immer wieder diese komischen Pop-Ups erscheinen, weswegen ich eigentlich alle 15 Minuten gucken muss, dass das Spiel weiterläuft. Wenn diese Pop-Ups kommen, in denen ich nämlich Dinge beantworten muss, bleibt das Spiel einfach stehen. Und es ist schon so oft abgestürzt. Und das Problem ist, wenn man zum Beispiel zu lang keine Post bezahlt, dann hat man das Problem, dass man nicht speichern kann. Wenn irgendwann stirbt, ist das Gleiche. Das heißt, es ist ein sehr langes, anstrengendes Video. Aber wir gucken, sobald es fertig ist, das Ergebnis an. Ja, Leute, da sind wir wieder. Einige Tage später, ihr habt ja gesehen, was es für ein Struggle gab. Die Post musste jedenfalls regelmäßig bezahlt werden, sonst ist das komplette Spiel einfach nicht abgespeichert oder ist immer abgestürzt. Dann musste ich wieder alles von vorne laufen lassen. War sehr anstrengend. Ich bin jedenfalls froh, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Wir gehen jetzt gleich ins Haus rein. Wir schauen als allererstes einmal, was ist mit dem Haus? Was ist passiert? Ich habe vorhin noch, in der letzten finalen Stunde, habe ich noch einen Mod hinzugefügt, dass alle wieder extrem aggressiv und violent sind. Und jetzt schauen wir uns das Ganze zusammen an. Ich bin sehr gespannt und würde sagen, wir gehen rein und gucken, ob die Sims überlebensfähig sind, wenn sie ein komplettes Jahr nicht kontrolliert werden in Sims-Jahren. Let's go, wir gehen rein. Es sind nur noch 4 übrig. Und wer ist das? Tina Tinker zu Hause, Rezo, Julian, Maxi und Toni. Wer fehlt denn da? Ich fehl, Anni fehlt. Okay, wir gehen mal rein. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich bin schon... Okay, es hat sich schon viel getan. Oh Gott, ey. Okay, hier ist also das Haus. Wir fangen mal oben an, ja? Wir schauen uns erstmal nur das Haus an, was so abgeht, okay? Bevor wir das anfangen, auch hier nochmal der Beweis, dass es jetzt ein Jahr rum ist. Sogar über ein Jahr. Wir haben, glaube ich, hier oder hier gestartet. Ich glaube, im Frühling haben wir gestartet. Das heißt, es ist über ein Sim-Jahr vergangen tatsächlich. Und wir werden anschließend auf diese Pinnwand hier schauen, denn da können wir alles chronologisch nachvollziehen, was passiert ist und was mit den Leuten geschehen ist. Okay, also hier sehen wir schon mal Ju. Der sieht F schon mal, oh mein Gott. Was ist passiert? Oh mein Gott, ey. Holy Sujuk. Okay, das ist der erste Stock. Der sieht noch relativ aus wie immer, ganz gewöhnlich. Gehen wir in den zweiten. Okay, hier sind schon Sachen kaputt gegangen. Okay, now we talking. Okay, ich hätte es nur abspielen müssen. Okay, also hier, okay, hier ist auch schon was kaputt. Okay, die Sims sind also wirklich nicht in der Lage zu gucken, dass das alles läuft. Hier ist alles kaputt gegangen. Oh, das Bett ist kaputt gegangen. Das kann ja die Sims auch killen. Hier liegt irgendjemand, den wir nicht erstellt haben. Das werden wir sicherlich gleich erfahren. Ja, es hat sich doch schon einiges getan. Lasst uns mal runtergehen, Leute. Let's go. Okay, oh mein Gott, die verkloppen sich hier gerade. Wer ist denn das? Ach, Rezo und Vex, ich habe ihn gar nicht mehr erkannt. Oh mein Gott, da lässt mir YouTuber mal ein Jahr allein. Was sind denn das für ganz viele Gartenzwerge hier? Und hier ist einer gestorben. Oh nein, was passiert hier denn hinten auch? Ach du Scheiße. Okay, wir gucken gleich mal, wer hier gestorben ist. So, hier haben wir sonst alles kaputt. Es ist dreckig. Es ist unaufgeräumt. Okay, also eine reine Katastrophe, Leute. Lasst uns mal gucken, wer hier gestorben ist. Anni! Anni ist tot! Oh mein Gott, ey, wenn es die ganze... Er hat keine Haare mehr! Oh mein Gott! Was? Wer? Maxi hat keine Haare mehr, denn die Haare ausgerissen. Oh mein Gott, wer ist hier tot? Hello! Holy shit, und der Mülleimer, ne? Ey, dieser Mülleimer, Leute. Yeah. Okay,
Wir gehen mal kurz runter, denn da ist der Pool und da ist auch jemand gestorben. Nein, das war ich. Ich bin tot. Nein, und hier ist auch alles kaputt. Jedes einzelne Klo, dass die das auch nicht selber reparieren, ey. Mich würde jetzt aber auch mal interessieren, wie sind diese Leute eigentlich gestorben? Ich glaube, euch geht's genauso. Deswegen lasst uns da gerne mal nachschauen, an die Pinnwand rangehen. Ich schieb die jetzt ganz nach unten zu Beginn. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Oh Gott. Okay, hier hat's angefangen. Ist erst 2 Tage her? Ich hätte gedacht, ah nee, die haben sich gelöscht, kann es sein? Es war auf jeden Fall 3,5 Tage, als wir gestartet haben. Dienstag. Heute haben wir Freitag. Es hat sich gelöscht. Oh, das ist aber doof. Damn. So, also, Rezo hat auf jeden Fall Fitnesslevel erhöht. Anni, alles ganz schön noch. Alle happy hier. Ableben durch Erfrieren. Was? Anni braucht warme Kleidung, bevor die Kälte sie umbringt. Oh, Anni wäre fast erfroren. Okay. Hier, die ganzen Schulden, die musste ich immer wieder begleichen. So, da hat er auf jeden Fall Toni und Maxi Geburtstag. Yeah. So, ich bin jetzt gespannt, ab wann diese Tinker-Tante da dazu gekommen ist. Scroll, 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 scroll. Okay, vor 29 Minuten wurde Anni getötet. Oh je, Simon Unge hat den Atem des Killerkaninchens zu spüren bekommen und nun wartet der Sensemann auf ihn. Was für ein grausames Schicksal. Was ist denn ein Killerkaninchen? Also das sind alles Mod-Kills. Ich habe halt den Mod eingeschaltet, ne? Da ging es dann richtig los. Jasmin ist endlich wieder ertrunken. Nein, auch erst vor 12 Minuten. I'm under the water. Aber was ist mit Hanno passiert? Und wer ist sie? Wie ist sie dazu gekommen? Und wo ist Hennos Tod? Ich glaube tatsächlich, dass Hanno in den ersten 3 Tagen schon gestorben ist. Vielleicht Geist herbeirufen und dann fragen? Oh, da ist er, aber ich sehe ihn nicht. Hanno! Ah, da kann ich mit ihm sprechen. Hanno, wie bist du gestorben? Also, ich kann ihn nicht fragen. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt nicht mehr aufgeschrieben. Ja, also der Mod hat es halt wieder rausgerissen, ne? Also, Hanno ist an irgendwas gestorben. Die anderen sind dann tatsächlich alle durch den Mod gestorben. Wobei ich bei Simon Unge nicht weiß, was dieser Rabbit ist, wie der gestorben ist. Aber alle anderen haben sich am Ende weggeklatscht. Also, wir wissen jetzt, wie Unge gestorben ist, wie Anni gestorben ist, wie ich gestorben ist. Hanno wissen wir nicht. Wie sie hergekommen ist, steht auch nicht mehr dran. Ja, deswegen kann es sein, dass sie nach Hennos Tod oder davor reingekommen ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wer mit ihr irgendwie, ist auch keiner mit ihr irgendwie in einer Beziehung, oder? Aber sie ist mit einer Jasmin in einer Beziehung. So, in einer Stunde haben sie es geschafft. Anni wurde gekillt, aber von wem? Ah, Julian hat Anni getötet. Unge hat sich, glaube ich, selbst gekillt, weil ihr nichts steht. Und ich bin ertrunken, ja. Okay. Ja, also ich muss sagen, mit Mods geht's mega ab. Was wir nicht klären können, ist, wo sie herkommt und vor allem, wie Hanno gestorben ist. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ich das nachschauen kann. Aber ich würde sagen, Hanno hat es am besten gehabt, weil der ist ganz schnell hier aus dieser Psychohölle rausgekommen. Wir schließen dieses Kapitel hiermit und sagen, lasst euer Sims nicht ein Jahr laufen, wenn ihr wollt, dass eure Sims überleben. Denn trotz Mods oder ohne, sie werden nicht in der Lage sein, ihr Haus sauber zu halten, Dinge von selbst zu reparieren und nicht zu sterben. Über viele Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen und schreibt mir gerne weitere Dinge, die wir in Sims machen können, in die Kommentare. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und Ade mit E. Es war wie immer. Tschüss.